Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Willkommen zum zweiten Teil meiner Serie The History of History Games. Und das Spiel, das wir heute besprechen wollen, kann ich euch leider nicht so schön hier im Original-Pappkarton zeigen. Es stammt schon aus dem Jahr 1989. Ich habe es selber nie im Original besessen und heute gebraucht ist es mehrere hundert Euro wert. Aber es soll uns nicht daran hindern, ausführlich darüber zu reden. Und es geht, jetzt kann ich es auflösen, wobei ihr habt es schon gesehen, über den Videotitel. Es geht um Indiana Jones, der letzte Kreuzzug, und zwar The Adventure Game. Es ist nämlich am gleichen Jahr auch noch ein gleichnamiges Spiel herausgekommen. Das hieß Indiana Jones, der letzte Kreuzzug, The Action Game. Ja, unter Spielern ist das sehr schnell unter dem Namen Indy 3 so geläufig geworden. Ich weiß gar nicht warum, offiziell heißt es glaube ich gar nicht so. Der Grund war, es gab keinen Teil 1 und 2 von diesem Adventure oder so. Der Grund war, dass es ein Spiel zum gleichnamigen Indiana Jones Kinofilm war, der letzte Kreuzzug. Und das wiederum war der dritte Kinofilm in dieser Reihe und dementsprechend hieß auch das Spiel Indy 3. Sehr merkwürdig irgendwie. Es gab dann 1992 noch einen weiteren Indy-Teil als Spiel. Den nannte man dann Indy 4, wobei es dann gar keinen vierten Teil mehr gab, beziehungsweise der vierte Teil kam irgendwann im Jahr 2008. Also alles ein bisschen eine verquere Zählung. Häufig ist es ja so, dass Computerspiele zu Filmen relativ schrottig sind. Es gibt, glaube ich, unfassbar viele Beispiele von schlechten Computerspielen zu Kinofilmen. Und in diesem Fall haben sie, wie gesagt, zwei Spiele daraus gemacht. Das erste Spiel, das hat George Lucas, der mit Steven Spielberg zusammen diese Indiana-Jones-Reihe gemacht hat. Er als Produzent, Spielberg als Regisseur. Und dieses Action-Game, das haben die lizenziert, rausgegeben an einen anderen Entwickler, an ein anderes Studio. Und das ist auch heute mehr oder minder vergessen. Ziemlich, ja, durchschnittliches Spiel damals gewesen. Jump'n'Run-Plattformer, wo man mit der Indy irgendwie ein bisschen rumprügelt, mit der Peitsche schwingt und so weiter. Also nichts Spezielles. Das andere Spiel wiederum, also über das wir jetzt hier reden, das Adventure, ist eine großartige Versoftung, wenn ich das mal so sagen darf, dieses Films. Und das erlebt man, wie gesagt, selten. Und der Grund wird vermutlich sein, dass das Spiel von Lucasfilm Games gemacht wurde, später bekannt als LucasArts Games. Und das ist eine Tochterfirma von Lucasfilms, also diejenigen, die also den Film gemacht haben, Indiana Jones, die haben gewissermaßen auch dieses Spiel gemacht, zumindest diese Familie. Und das ist nicht nur einfach so auf dem Papier so gewesen, sondern da gab es auch eine intensive Zusammenarbeit. Also Steven Spielberg hat das Drehbuch den Spielentwicklern schon Monate vor der Filmpremiere zur Verfügung gestellt, sodass die das Spiel gut schreiben konnten, die Dialoge dementsprechend anlehnen konnten. Und das ging sogar so weit, dass in der deutschen Version, also auch die Übersetzer dieses deutsche Synchro-Drehbuch auch schon zur Verfügung hatten, um diese deutschen Texte zu machen. Also da merkt man, wie modern oder wie fortschrittlich die eigentlich waren, dass sie von vornherein sozusagen das mitgedacht haben. Der zweite Grund, warum das Spiel, glaube ich, so gut ist und bis heute als absoluter Klassiker bekannt ist, liegt natürlich an den Entwicklern, allen voran an Ron Gilbert, einer absoluten Legende im Genre. Wobei man dazu sagen muss, er hat es natürlich nicht allein gemacht. Ich will mal noch andere Namen nennen. Noah Falstein war dabei, David Fox und Gary Winnick. Und die letzten beiden, die haben sozusagen zusammen mit Ron Gilbert auch kürzlich erst ein Revival gehabt, 2017, als Ron Gilbert nochmal gewissermaßen zurückgekehrt ist zu diesem Klassiker-Genre mit Thimbleweed Park. Wie auch immer, Ron Gilbert hat also bei Lucasfilms irgendwann Mitte der 80er angefangen mit einem Konzept, das später dann Maniac Mansion wurde. Dann kam Zack McCracken und dieses hier, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, ist also das dritte Adventure in dieser Reihe und entwickelt dieses Genre unglaublich fort. Dazu kommen wir gleich. Und danach kamen natürlich die großen Klassiker wie Monkey Island 1 und 2 und Day of the Tentacle und so weiter. Ich hatte es ja schon gesagt, das Spiel ist eine Umsetzung des gleichnamigen Films und dementsprechend vollzieht die Handlung des Spiels auch im Prinzip die Filmhandlung nach. Und das ist ja durchaus ein bisschen ein gewagtes Unternehmen, denn ja, das könnte dazu führen, dass man, wenn man den Film gesehen hat, das Ganze irgendwie langweilig wird, weil man ja alles schon kennt. Aber
Das haben sie unglaublich geschickt gemacht, wie ich finde, denn einerseits fühlt man sich sehr wohl, man erkennt die Schauplätze wieder, es sind nämlich dieselben Schauplätze natürlich, Amerika, dann Venedig, dann spielt das in so einem Nazi-Schloss, dann kurz in Berlin, dann in so einem Zeppelin, dann gibt es noch so eine Flugzeugeinlage und dann geht das dann irgendwo in den Nahen Osten in dieses Ausgrabungsgebiet und das erlebt man alles in dem Spiel nach. Aber natürlich ist es ein Adventure, es hat sozusagen diese klassischen Adventure-Rätsel und die funktionieren also völlig unabhängig des Films, sodass es also den Anspruch und die Schwierigkeit und die Spannung aufrechterhält. Das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Inhaltlich kurz, es spielt im Jahr 1938, deswegen ist es auch bei mir hier als History Game gewissermaßen gelistet. Und es geht darum, dass Indiana Jones zurückkehrt, gerade an seine Universität und dort dann angesprochen wird von einem amerikanischen Industriellen, der ihn beauftragt, den Heiligen Gral zu finden. Der Heilige Gral ist sozusagen der Kelch, aus dem Jesus getrunken hat beim letzten Abendmahl und in dem sein Blut aufgefangen wurde nach der Kreuzigung. Und dem wird natürlich irgendwie Wunder, Dinge zugesprochen. Und zwar im Speziellen, dass die ewige Jugend damit verbunden ist, wenn man daraus trinkt. Und dieser Kapitalist, so nenne ich ihn mal, der möchte natürlich die ewige Jugend haben, damit er unendlich Geld verdienen kann. Nun, Indy übernimmt diesen Job an, weil er erfährt, dass sein Vater auch als Archäologe ebenfalls daran gearbeitet hat und irgendwie verschollen ist. Und außerdem, und das bringt jetzt sozusagen die Drama und Dramaturgie und die Spannung in den Film und ins Spiel, suchen die Nazis nach dieser Sache. Es gibt dort also Ausgrabungen von den Nazis, denn die wollen das irgendwie als Wunderwaffe verwenden. Ja, und insofern ist das eine ganz wilde, bunte, wirklich unterhaltsame Mischung im Film und im Spiel auch. Lustig, spannend, dramatisch, hat ein bisschen historischen Hintergrund und eine augenzwinkernde Geschichte. Das Spiel ist in mehrerlei Hinsicht innovativ gewesen. Es führt als erstes diese Redeoption ein, Rede mit irgendeiner Figur. Und zwar nicht nur das, sondern darauf aufbauend halt Multiple-Choice-Auswahl dessen, was man sagen möchte. Und das ist ja wirklich extrem innovativ gewesen. Das kennen wir dann, das ist absoluter Standard der nachfolgenden Adventures und ist heute sozusagen im Rollenspiel, in Action-Adventures und so weiter, ist das bis heute gang und gäbe, dass man so sich mit Leuten unterhält. Dann gibt es zumindest für diese LucasArts-Reihe zum ersten Mal den Schau-an-Befehl. Das sollte man erwähnen. Und was Indiana Jones 3, der letzte Kreuzzug, ausmachte, ist, es hatte tatsächlich so Action-Einlagen in diesem Spiel und das war durchaus hoch umstritten. Also klassische Adventure-Liebhaber, man muss dazu sagen, dass in diesem Genre die Leute so eher aus dem Text-Adventure kamen in den 80ern, wo man tatsächlich noch die Befehle mit Tastatur eingegeben hat, also gehe zu und so weiter und das dann beschrieben wurde. Für die war das hochgradig ungewohnt und wurde durchaus auch kritisiert dafür. Also vielen hat das nicht gefallen. Es gab da vor allem Faustkämpfe, die man bestehen musste, also richtig komplex mit oben, Mitte, unten schlagen und blocken und Energiebalken und sowas alles. Man konnte sterben an verschiedenen Stellen. Das war alles nichts für die gemütlichen Adventure-Spiele. Aber ich muss sagen, im Nachhinein finde ich, macht das durchaus diesen Reiz dieses Spiels aus. Wobei sie das dann, Ron Gilbert hat das Ganze dann aufgegeben, diese Elemente. Das kehrt dann noch so ansatzweise in Monkey Island 1 zurück, aber auf zivilisierte Art und Weise. Diese Duelle, diese Beleidigungsduelle, die dort ja es gab, das war so ein bisschen bei Indiana Jones noch die Faustkämpfe. Allerdings muss man dazu sagen, man konnte auch das Spiel komplett ohne Faustkämpfe bestehen. Allerdings war das dann der schwierigere Weg, weil man musste relativ komplizierte Rätsel lösen oder bei bestimmten Dialogen das Richtige sagen, darauf achten, wie tickt der andere so, also wie sollte ich mich jetzt verhalten. Und dann ist es auch möglich gewesen, ohne Faustkämpfe da durchzukommen. In diesem Zusammenhang haben sie auch noch was Cooles dort eingeführt, nämlich ein sogenanntes IQ-Punktesystem. IQ stand für der Indie-Quotient. Und da wurde belohnt, je mehr man eben zum Beispiel diese zivilen Rätsel, also je weniger Faustkampf man betrieben hat. Und dann gab es am Ende des Spiels halt eine Punktzahl. Und man konnte maximal 800 Punkte erreichen, allerdings in einem Durchlauf, habe ich gelesen, maximal 508. Und dann war es so, dass das Spiel sich diese Punktzahlen merkte und dann konnte man nochmal spielen und versuchen, andere Wege zu gehen, andere Lösungen für die Probleme zu finden, um dann so möglichst nach und nach alle Rätsel irgendwie zu lösen, alle
Varianten zu sehen, sodass man dann mit der Zeit auf die 800 gekommen sind. Das ist gewissermaßen die neue Form der heutigen Steam Achievements, um einfach nochmal den Wiederspielwert zu erhöhen. Und man muss überhaupt sagen, dass wirklich das Ungewöhnliche auch im Gegensatz zu späteren und heutigen Adventures ist, die Vielzahl an Optionen, die man teilweise hat. Speziell ist hier zu erwähnen das Schloss Brunwald, das man infiltrieren muss. Und da hat man jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann sich eben durchboxen oder man kann versuchen, mit den Wachen auf kluge Art und Weise zu sprechen, sie zu bestechen, wenn man die entsprechenden Gegenstände dabei hat, sie zu belügen. Man kann in einen Dieneranzug schlüpfen oder eine Nazi-Uniform. Und je nachdem, was man für einen Anzug anhat, entsprechend andere Gesprächsoptionen hat man. Also da gab es sehr, sehr viele Möglichkeiten, dort voranzukommen. Und das ging so weit, dass man am Ende, so wie im Film, auswählen muss aus einer Reihe von Kelchen, welcher denn nun der heilige Gral ist. Aus dem Film kennt man, das ist irgendwie der ganz einfachste Hölzerne oder so. Ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht allzu viel. Im Spiel ist es allerdings so, dass mit jedem Spielbeginn ein anderer Kelch definiert wird. Und man muss im Laufe des Spiels erst bestimmte Hinweise sammeln, welche es sein könnte. Beziehungsweise es gibt da eine gewisse Varianz an Möglichkeiten. Das wusste ich übrigens auch nicht, das habe ich erst jetzt erlesen, dass dem so ist. In diesem Zusammenhang findet man dann auch noch ein Gral-Tagebuch relativ früh im Spiel. Und dieses Gral-Tagebuch, das der Vater geschrieben hat, das ist auch als extra gedruckte Beilage mit in der Spielpackung gewesen. 60 Seiten. Und ich habe das mal ausgedruckt, also größer auch gedruckt, damit ihr das so ein bisschen mal seht. Ich habe, wie gesagt, nicht das Original-Handbuch. Ihr seht, das ist richtig in handschriftlicher Form hier verfasst mit Skizzen und so weiter dabei, die irgendwie auch tatsächlich relevant für bestimmte Rätsel sein konnten. Dann ging es darum, dass dieser Vater also Quellen gesucht hat, wie dieser Gral nun aussieht. Und ihr seht es zum Beispiel hier, also schreibmaschinenmäßig hier mit Unterschrift aus dem Museum des Islam im Irak. Hier haben wir aus den römischen Offizien irgendwie Telegramm über den Gral. Hier noch irgendwie ein Zeitungsausschnitt. Unglaublich liebevoll gemacht und ohne diese Lektüre dieses Handbuches konnte man eigentlich am Ende des Spiels auch nicht den richtigen Gral finden. Also das war Teil der Herausforderung, das auch zu lesen. Das Spiel ist erschienen für MS-DOS, für Amiga und für Atari ST. Erstmals nicht für C64, also Maniac Mansion und Zack McCracken ist ja noch für C64 erschienen. Dieses hier nicht, da reichte die 8-Bit-Technologie des C64 nicht mehr aus. Es verlangte irgendwas von 380 Kilobyte RAM und unterstützte zuerst 89 nur CGA und EGA-Grafik, während später dann, irgendwie ein, zwei Jahre später, noch eine VGA-Grafik nachgeliefert wurde. Ausgeliefert wurde das damals 89, zumindest für MS-DOS, auf den damals üblichen 5,25 Zoll Disketten. Und zwar waren es 6 davon. Insofern, wenn man keine Festplatte hatte, dann war das ein ganz schönes Disc-Jockey-Gejockel. Das Spiel war unterm Strich sehr, sehr erfolgreich für die Zeit, für dieses Studio. Es war zu dem Zeitpunkt das erfolgreichste Spiel von Lucasfilm Games. Es hat wohl sich über 250.000 Mal verkauft und dementsprechend war das durchaus auch die Grundlage für den späteren Erfolg. 1992 erschien dann endlich der Nachfolger Indiana Jones and the Fate of Atlantis und das muss man sagen, war sicher in allen Belangen das komplettere, perfektere Game. Ein großartiges Adventure, aber trotzdem der letzte Kreuzzug, dem gebührt gewissermaßen die Ehre, das erste Spiel der nächsten, dieser neuen Generation von LucasArts Adventures gewesen zu sein. Ja, liebe Freunde, da sind wir auch schon am Ende wieder fast angekommen. Aber ich will euch noch sagen, wenn ihr selber Lust bekommen habt zu spielen, das kann man auch heute noch problemlos spielen. Es gibt eine wunderbare Version bei GOG.com, bei Good Old Games. Das ist keine irgendwie enhanced oder mit besserer Auflösung, sondern das ist die Originalversion, bloß irgendwie auf unser Seitenformat angepasst. Kostet da etwa 5 Euro, ist allerdings die englische Version. Ich habe aber eine Art Deutsch-Patch gefunden, den man sich runterladen kann und womit das Spiel dann auf Deutsch läuft. Den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Und wenn ihr nun vielleicht keine Lust habt, das selbst zu spielen, aber sehr neugierig seid, wie das dann wirklich aussah, dann lade ich euch ein, schaut doch mal in meine folgenden 1, 2, 3, keine Ahnung, Videos rein, wo ich einfach mal reinspiele
in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Also richtig, mich so ein bisschen in der Nostalgie wälze oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch doof. Vielleicht ist es auch nur aus Erinnerung gut. Also, dann sehen wir uns dort wieder oder bei Teil 3 in etwa einem Monat. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen. Thank you.